Wie hat die Harry kommt? Ein kleines Zackapfloss, ein kleines Wo bist du hin? Vertigo, das ist nicht dein Zuhause! Lucky hat gerade Nights war auf Scarface gegrindet. Oh, er will den Bock, das Knabe mal ruft, der will einfach schnell raus. Verstand ich. Geil. Verstehe ich, der will schnell raus, Who's that Pokémon? It's no way for you! Wir sind im Dorf, Leute, wir sind im Dorf. Okay. Okay, Wullibear-Bahn, Talia-Bahn, Rumble-Bahn. Ja. Was verhindert jetzt eine Smolder-Lane zum Beispiel oder eine Senna-Lane? Was verhindert das? Ich glaube, wir denken, dass Varus gut gegen Smolder ist. Ist er auch. Also ja, aber die können jetzt so eine Vi-Smolder-Scheiße spielen. Aber können wir jetzt nicht farmen gehen? Können wir nicht jetzt farmen gehen gegen Vi? Vielleicht nicht blind, aber... Wer wird hier spielen? Oh, das ist jetzt schon eine Serie. Okay. Ah. Ist sie überhaupt gut auf dem Patch? Ja, es war der einzige Hypercarries, der gespielt wurde. Jinx war eigentlich nicht beliebt, aber hat trotzdem die Botter von SK gemacht. Serie ist normal. Sehr seltsamer Meta-Read, aber I guess. Also, wenn ich Rek'Sai bin, das ist der gute Rek'Sai Top-Patch, oder? Jetzt bin ich jetzt blöd. Ja, sie haben es gegen Austin Foss auch gespielt. Rek'Sai ist broken, man kann sie flexen. Okay, ich bin gespannt. Das ist schon sehr skillbasiert, oder? So Blitz-Ashlane. Also, ich glaube, wenn der Blitz nicht jeden Hook trifft, ist, glaube ich, ziemlich hart. Ja, absolut. Also, gerade wenn die Wave gestackt ist oder Druck gesetzt wird, das ist eine Skill-Lane. Die oftmals dabei Hell of Blades fokussiert oder favored ist, auf jeden Fall. Das ist Freddy beliebte Zange, die da angespielt wird. Einer spielt der Bursche, einer spielt die Wand und Blitzkrieg hat ein hartes Game. Also ist schon nicht bad. Kann man spielen. Habe ich mir mal so eine Coach-Analyse angeschaut. Der hat da alles voll gepinselt mit irgendwelchen Winkeln und Angles, die du abdecken musst mit deinen Doppel-Hell of Blades. Strong. Okay, wir gehen Level 1 Action. Wait, wir machen mal Action Level 1. Ich habe ein bisschen stärker, auf jeden Fall. Ja, safe. Aber wir wurden schon gespottet, oder? Aber das heißt, wir werden nur ein bisschen Vision kriegen, maybe. Oh, nein, kein Hook. Oh, nein. Nein! Aber ist fein. Nee, der ist fein, oder? Der ist schön. Ihm passiert nichts. Schon Angst. Ja, aber er sollte vielleicht nicht unbedingt fighten zwischen zwei Turrets. To be honest, das ist ein guter Tradeback. Wenn wir noch basen können für Shigenari, ist alles in Ordnung und er sollte basen können, oder? Aber die sehen, wo er based, ne? Nee. Doch, die sehen, er ist nicht raus. Er ist nicht rausgelaufen, er hat recht. Mehr. Aber wir brauchen die DPS hier auch, oder? Gegen macht schon Sinn, oder? Findet ihr wirklich? Ich finde, das ist so ein. Wir gewinnen 20 Minuten Engel und wir gewinnen schnell. Und außerdem wird Feldi so. Oh, Lilith! Lilith ist tot, er ist tot. Flash, ja, Flash! Wir haben noch hier. First Blood gehen. Oh no. Nein! Okay. Was haben wir? Bloody Block! Let's go! Kill it! Hey, der ist auch tot! Botte! Oh, so huge! Die Wave ist gut! Die können freezen, die können basen, Das Game ist over! Botdiff, baby! Okay, es ist Botdiff. Alle vier sind Level 1, ne? Und wir kriegen Double Kill. Finde ich geil. Oh, so gut. Finde ich geil. Oh, wir wissen, dass die Botzeit ist. Es gab gerade einen Ping, weiß Botzeit. Ja, ich mein, aber wir müssen sind trotzdem relativ weit vorne. Wir wissen nicht wo. Ja, uns, wir laufen wir auch noch aber nicht Bots. Wirklich. Doch, wir respecten, oder? Der Engel ist doch richtig geil, wir können nicht gehookt werden, oder? Ja, und gleich sind sauer. Jetzt können wir in den River rauskiten. Oh, nicht zu nah an den Busch! Nicht zu nah an den Busch! Nein! Wir sind tot. Well, shit. Na, wir haben Ghost, chilling. Aber ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe auch nicht, warum wir zum Busch gelaufen sind und nicht nach Toplane. Also, in den River. Okay, ich meine, auf der Haben-Seite kein Kill für Ciri. Aber Wave steht auch shit. jetzt sehr scheiße. Wenn du weißt, dass du gegen einen sehr guten mechanischen Laner spielst, spielst du sowas wie Corki, weil du dann keine Interaktion mehr mit ihm haben musst. Ah, ist weit rausgefasst. Scarface muss runter. Hat die Prio. Der soll sterben, oder? Oh, eigentlich schon was so. Nee, der soll sterben, ja. Huge. Mega geil gemacht von Scarface. Nutzt die Prio aus, rotiert runter und Free Snack auf Tanzara. Das sollte sehr easy sein für uns. Ah, that is engaged. Sie haben ihn auch gesehen sogar, ne? Drake jetzt dann in 1.15. Oh nein. Ist aber auch. Ich glaube, wir sind am Chillen, oder? Er muss halt gleich flashen. Ja. Oh, 6 Ult. Nice. Oh nee, aber die Mike kommt rüber. Der ist close. Der kann den nicht killen. Ich spiele das so gut bei der Space. Er hat die gemisst. Oh mein Gott. Nein, nein, dann kommt wieder rein. Oh, 1.20 ist fein. Ist fein. Dafür, dass er da gehookt wurde und 6 Ult committed wurde, ist es fein. Ist aber er fein, hätte legit überleben können. Ja, aber war schon nicht gut. Leute, also komm, der war schon nicht gut. Power of Evil hat schon Looten Spike, though. Oh, wir fangen den einfach so an, okay. Dann Pyro ist nicht da und er hat der Pyro. Kein TP Top, die haben TP Advantage auch noch, ne? Aber die können nicht moven. Der kann nicht. Aber wir haben auch kein Reset auf Serie. Doch, ist free, Six ist nicht da. Oh. Nicht fighten. Drake, nicht fighten. Nein. Okay, das ist scheiße. Guter Poke. Oh nein. Alles scheiße. Oh nein. Aber Kill of Blitzcrank. Ah, scheiße. Ja, wir kriegen nur Chunkle. Und jetzt vielleicht Steel? Aber das Schlimme ist ja, dass wir den Dragon verlieren. Das ist das eigentlich Schlimme an der Sache.
Unsere ganze Vision ist halt auf Topside. Wir müssen jetzt hier ein bisschen reinface-checken in den Blitz. Einmal, aber die haben richtig Angst vor Ashe, ne? Auch guter Punkt, aber das ist nicht der Weg, wie wir Ashe benutzen wollen. Lip ist hier fein. Oh mein Gott. Ich komm durch, Schlatan, musst den Knockup spielen. Ult bist aber komplett von Pauvi. Oh, Blitzschlag ist tot! Geiles Ding, das ist raus. Huge Snipe. Das sollte Dragons. Oh, der Reengage, zwei Ultimate. Aber wir spielen! Seren lebt! Guter Defensiv. Let's go, Drake. Wir können noch Herald poppen. Rico-TT für Serien ab zum Drachen. Komm. Boah, der Drake ist so explosiv. Wir haben 5 Flashes bei uns. Wenn Scarface ist, dann so 20 Sekunden, ja. I guess. Bei denen auch, alles haben wir das ready. Das wird so ein Fistfight werden. Richtig, Mann. Und zwei Temp Power Spikes überall. Oh, Schlatan. Okay. Aber ich würde mir wünschen, dass Scarface einen Flank irgendwie auf Funky sucht. Er macht kein Damage. Flank ist nicht worth, by the way. Er macht kein Damage. Meinst du nicht? Einfach ein bisschen. Ich glaube, er gibt wahrscheinlich der Telemo Stacks oder sogar. Es wird die niemals. Ja. Die starten einfach. Okay, Poke ist wichtig. Wäre geil, noch irgendwas rauszubekommen. Ich glaube, Six ist Poke King, oder? Ja, wir kommen jetzt den Showpoint durch. Ja, der, wir müssen eigentlich rein. Der Sonntag immer mit dem Weg. Oh, ich rein. Oh, warum soll Drake nichts? Ja, oh mein Gott, wir missen alle unsere Ultimates. Was? Perfekt, von Spandau. Ist perfekt. Ah, das Zusammenspiel zwischen halt Six, der uns im Showpoint zont und danach quasi die Ablenkung durch Topside. Mhm. Während halt einfach zweimal Drake finishen. Sehr überplatt. Echt gut die gemacht Nash. Und jetzt. Ja, aber die werden ja schon jedenfalls starten. Fehlt doch auch einfach der Engage so ein bisschen. Also, wenn der Ashe raus ist. Wie gehen wir rein? Oh. Flash getradet, ja. Wir müssen einfach mit unseren Ultis besser sein. Wir haben Varus Ult und Ashe Ult gemisst. Das darf natürlich nicht sein. Obviously, ja, das ist der Normalfall bei der Draft ist einfach. Darf ich einfach rein? Okay, viel Damage, aber nicht genug für das Scrap Shade. Wait, actually? Wait. Alter! Actually? Why? Is er dead? Und, oh mein Gott. Der Ult, nice. Wir sehen ihn mit dem Penis, ich sag's aber wieder, ne? Wait, nashen wir hier? Wir nashen hier, no? Ja, ihr könnt wieder einen Lambo drauf tun. Ein Lambo ist wieder drin. Nein, was? Das ist kein Lambo-Play. Oh! Flash einfach ab! Schlatan, du geiler Ficker, nimm ihn! Sinus 50-50 gespielt, also toller Lane, Jungs. Ich weiß nicht, dass wir nur eine Lane spielen, finde ich kacke. Aber wir gehen einfach rein! Ja, wir gehen rein! Craven, das ist Game! Oh, ich mag's nicht, dass wir eine Lane spielen! Take that! Ja, Tucky, was weißt du schon, Junge? Oh. Ja, ich bin ein Lacher-Streamer. Oh, wir haben keine Wave. Okay, jetzt ist aber Nash ab, ne? Das ist ein relativ gutes Objective. Ja, hat man schon mal gehört, ja. Danke, dass. Oh, die Blitzschirm guckt. Da ist der Arrow! Aber der Hook wäre so useless gewesen, ne? War das Ult auch? Auch noch raus. Wenn wir Hassen wäre gesagt, ne? Wir haben den Hassen. Der platzt einfach! Ein Schlatan rein! Er platzt einfach. QW von Hawaii? QW? Oh, Knockup auf Sunset. Geht nochmal rein mit Knockup. Nice! Nice! Schöner Connect! Oh, Vorsicht, CD hat 6 Junge! Wir ignorieren sie einfach. Jungler ist tot. Nash. Oh, Lille? Muss schon ein Gate spielen. Was machen wir auch die ganze Zeit. Ist ja gut, was wir tun. Ey, dieser Sau kann doch nicht sterben. Hä? Okay, nee, nicht gegen die drei. Denn nur gegen die Serie, oder? Warum rufen wir raus? Ach, Kesante ist hinter uns, TP. Kesante ist hinter uns. Schlatan ist, glaube ich, nicht tot. Schöner Flash von Schlatan. Sexy. Das war echt sexy. Warum so? Wait, aber ist Lille nicht viel zu tief? Lille ist tot. Nice! Mhm. Jetzt ist Serien unten und die kommen alle rein. Es gab jetzt Engage. Ist das gut, wenn Hawaii gerade gebased ist? Ich glaube nein. Nee. Hawaii hat aber TP. Nein. Lass bitte erst den Bot-Lane wave fallen. Da sind wir fein. Solange Lucky nicht da ist. Schön, dass er flattert. Oh mein Gott. Aber jetzt gibt's gleich. Oh, das finde ich nicht gut. Oh, nicht flippe die Floppen bitte, Jungs. Richtig gut, gar nicht. Wir gehen so, aber die Carries von Eintracht, schau mal, wo die stehen. Das ist schon auch wieder ein bisschen riskant. Jetzt mach Arrow. Arrow. Okay, auf Serie. Auf Serie. Michaels. Ab. Aber nee, wir haben Nash gekriegt. Und sterben, er ist so okay. Ist impossible zu killen. Er ist aber so die Engstelle. Okay. Varus muss noch außen rumlaufen. Guter Flash. Gut. Elder Dragon 30. Und jetzt wieder rein. Oh, wir gehen noch. Der Baum ja. Ist jetzt.
Aber er hat noch Ult. Er ist raus, er ist raus. Komm, jetzt einfach Drake, komm. Drake. Wir haben Nash, wir haben das ganze Areal. Oh, wir haben das. Ich kill, wenn er rein. Lilip ist nicht. Oh, ja. Ja, Lilip hittet gerade, ja. Lilip ist tot. Ja. Alter, Serien ist unser Fight. Sehr gut mit Wave. Funky ist out of position. Sansara tot. Penta, mach Penta, komm. Mach einfach Ende. Nein. Scarface, du hast den. Er hat kein Flash, ne? Kann er ulten? Kann er irgendwas machen? Kann er aber nach vorne laufen? So dumm. Alter, er kriegt einfach keinen Damage von Funky. Ja. Ist das geil. Der schon auf Dominix, ne? Ist das schön, ist das geil. Und Flomp. Oh, ja. Und er hat sie. Bam, Junge, komm, friss sie auf. Oh, scheiße, die sind Oberschenkel. Scheiße. Oh, das ist... Oh. Das ist so close. Können wir beenden, oder? Kriegen wir schon immer noch? Nein, auch nicht. Nein, nicht. Aber wir enden trotzdem. Wir haben 6 Movies. Wahrscheinlich noch 1000 One Shot. Ne? Das ist der erste Win! Erster Win, Free Win! Doch. Haben wir nächstes Hitten. Das ist nicht der erste Win, Leute! Oh mein Gott, nein. Ist das Game? Nein, die haben keine Waves. Die King Elder. Oh, ist tot. Unsere Minions, hat die Wave gebufft. Komm, pass die Wave, das waren keine Minions. Ist noch free, aber es ist auch noch ein bisschen. Serien, bitte nicht! Elder. Okay. Ich hab den Elder, den brauchen wir nicht. Ist es doch weg? Gib einfach! Outsmited Zeren nicht mittlerweile mit seinen Items? Nein. Also er ist schon besser als Sandra. Er sollte, glaube ich, einfach weg da. Oh mein, wenn er nicht zählt, dann kriegt's wirklich einen Lambo. Sag ich dir, das wäre auch fertig Kappe. Ach so! Okay. Einige Teile. Ich hab das Motorengeräusch schon gehört. Spezial. Warte, warum nicht Top-Push? Elder Dragon in der Minute. Elder Dragon in der Minute. Was ist das? Sei der Drache. Oh, Arrow! Oh mein Gott, das ist nicht gut für uns. Es ist gut für uns. Leute, Team, 1-0, let's get it, free win! There we go, das war so easy. Strong, ist ja die besten Chat, danke. Ich brauche eine Pause. Ja, ich glaube, wir können bei Talia bleiben, oder? Weil so viele Powerpicks offen sind. Die gehen an Rek'Sai, du hast Vi, du hast Ori. Nehmen wir? Ach stimmt, Ori ist auch noch da. Wir nehmen Ori rein. Tolkien, was ist gut gegen Rek'Sai? Gibt's was? Ich mag am meisten, ja, was ich bisher gesehen habe, Arthrox, aber alles von den Platten oben. Twisted Fair, das ist so der No-Brainer, der halt gewinnen kann. Ne, ich kann auch, ich sehe da jetzt so eine schöne Senna-Lane noch von denen, ehrlicherweise. Ja, das kommt jetzt wahrscheinlich, ja. Aber können wir nicht einfach selbst Senna picken? Aber wir brauchen Hardcore. Nein, wir picken jetzt Jungle und Tennis picken Support. Oder nicht? Also warum nicht? Ja, wir picken jetzt wieder unseren Xin Zhao und dann gehen wir Tennis pick Support. Wenn die noch mehr Engage schaffen, ist Renata extrem sexy. Und wenn die picken jetzt einfach Senna Tumpkins und dann sind wir traurig. Aber Senna Tumpkins, wir picken irgendeinen Mage-Bot, dann irgendeinen Renata ist fein. Wir bullen Lenny fest. Renata ist auch schon gut, ja. Wir bullen Lenny fest. Gehst du nicht einfach gegen Senna Tumpkins Soraka oder so ein Scheiß? Kannst du auch machen, bestimmt. Gar nicht. Ich glaube, wenn du aggressiv spielen willst, gib ihm die Renata. Aber dann fehlt doch einfach Spandau wieder DPS, um Rek'Sai Xin zu töten. Das ist doch dasselbe Struggle wie das Game auch. 3 gegen 3 Bot wegen Poppy? Weh. Also ich glaube, gewinnen wir. Wir haben mehr Schaden. Ja. Wir haben, glaube ich, einfach keinen Schaden gegen Renata. Ja, das meine ich eben auch. Ich glaube, dass Spandau, wenn sie nicht Miracle ahead kommen, fehlt ihnen der Damage. Also Botlane muss gewinnen. Also muss einfach gewinnen. Okay, let's get this. Let's get this bread. Ja. Aber wir kriegen schon Level 1 Prio, oder? Oh, guter Damage, wow. Sollten wir. Aber wir traden ein bisschen viel dafür. Ja, der Crew Side Step. Das oh mein Gott, ist das für Angst, aber es könnte auch gut sein. Das ist so Alpha. What? Oh, er hat ihn bekommen. 210 HP. Lol. Ja. Das ist ein Tilter. Aber auf Botlane ist es gut für uns? Dann kennt Chaser oder Senna. Ja, ich hab gemerkt, Bot stand gut. Oder Mitte aber Senna ist auch Mitte. Also Senna ist Mitte. Alter, Scarface ist so ein Chat. Es ist ja unglaublich. Ist aber tatsächlich normal in dem Matchup. Aber er ist einfach tot hier, oder? Nee. Wer Tunnel hat. Oder? Er ist doch eingebuddelt. Nein. Oh, er wurde gecancelt. Er ist dead. FF. Aber müssen wir auch. Wir haben natürlich auch wieder sehr Edi-lastig gedraftet. Sehr Early-lastig gedraftet. Nein. Das ist komplett Hyper-Carry-Late-Game. Oh, dodge it. Was Verdict? Nice try. Das ist actually, glaube ich, aber gar nicht so schlecht, oder? Warum? Weil der wäre das schon sehr overextended gewesen auf der Poppy, weil Botlane schon reinrotiert ist. Ich glaube nicht, dass er so schnell ist. Botlane keine Flashes. Ja, und nice. Ja. Oder Renata Ult shield ja komplett. Hinter uns. Oh mein Gott, es ist open. Ja, es ist einfach dead.
Oh, warte mal. Nee, wir kriegen keinen Flash. Ja, der hat noch kaputt. Oh, der Flash ist auch nicht gut. Oh, also nochmal Ulti-Shake? Nice! Nein! Oh, wir sind alle los. Serien da mit einer Huge-Kombo. Oh, der Snipe? Alter, Serien ist so ein gut aussehender. Also, das turnen und gewinnen ist wohl illegal. Serien hat einfach das ganze Team gerade gekillt. Na! Lol, damit ist der Possible, by the way. EWQER. Aber auch von Scarface, dass er da noch ohne Scheiß, ich geb dem jetzt hier die Lampe. Wir spielen weiter. Keine Flashes, Doppelkill. Na, nur einer. Na, warte mal. Maybe? Wann ist Handshake ab? Wir haben super viel Damage. Aus, raus. Ah, okay, kein Damage. Das war, okay, ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Führerschein. Okay, warte, ich guck mal kurz auf mein PayPal. Oh, das minus teuer, eins Führerschein. Minus eins Führerschein. Aha. Powerful. Oh, mitten, ne? Ja. Oh, die Renata-Ultis, die gehen nach fucking Narnia. Oh, Lucky lebt noch gerade so wieder. Nice! So close, though. Aber dafür, wie das angefangen hat, ist es fein. Botlane ist immer noch untouched. Ich finde halt okay. Wir turnen. Hobby W. Der ist unkillbar aktuell. Scarface ist legit unkillbar. Wir können halt nicht hitten. Die Uri sonnt und beide Carries raus, ne? Die sonnt beide Carries raus. Zarin hat noch Ult. Den Drecksball. Ah, die geben. Gut, dritter Dragon. Ja, drei für uns. Drei Dragons für uns. Alles Scarface wird so tanky sein. Kann bitte jemand Botlane rauspushen jetzt einmal? Das wurde seit 4 Minuten nicht angefasst. Ja, das war alles die letzten 4 Minuten manipuliert, damit wir hier den Tower kriegen. Jetzt auch mal rennen, Serien. Serien, oh scheiße. Falsche Richtung. Also der ist fein, das ist der Big Chilling für Chilling. Ich glaube nicht, der Big Chilling ist, oder? Der hat einen Red-Tuff dran. Nein, der Big Chilling. Serien Outfit hat alle mal. Er chillt noch immer. Er ist immer noch Big Chilling. Wait, actually? Ulti! Out! Assault! LOL! Der hat sie noch Return killed! Big Chilling! Da ist Lucky! Wer hat die Kombo? Wo willst du hin? Wer hat die Kombo? Das ist nicht dein Zuhause! Lucky hat gerade Knights war auf Scarface getimt. Oh, er will den Bock, das Knabe mal ruft. Der will einfach schnell raus. Verdammt. Geil, der will schnell raus! Verliert aber Top Turret, ne? Aber eins ist immer noch, also ich glaube, wenn das richtig spät geht, wird es schon schwer. Das Game. Also, vor allem jetzt auch mit der Mountain Soul. Wir haben das davor schon angesprochen. Oh, warte mal, wir haben mit der Engage. Kann das ja? Die bin jetzt eine gute Renata Ultimate. Der hat noch Flash. Ist Engage so gut? Lilith ist jetzt sogar noch Turm. Jetzt kommt Scarface von der Zeit. Der Lock auf Lilith und den Turm und der wird einfach allein sterben. Shockwave von wie heißt der? Den kennt man nicht. Wurde Shockwave von der auch gelöst? Trist irgendwas. Wait, so stark. Renata Ultimate kauft da 5 Minuten Zeit und Shikadari läuft einfach raus. Poppy hat kein Flash. Ich hab das Free Flash. Ja, Sansara muss zonen gehen. Oh, jetzt versuchen wir zu turnen. Knockup geht durch. Vertigo ist relativ low. Der nächste Knockup von Rek'Sai sitzt, aber die Frontline von Eintracht Spandau bröselt weg. Jetzt stirbt auch Sansara. Man will den Fight weiternehmen. Oh, man geht nicht mehr Baron. Schönes Belt von Zarin und es ist einfach piss-free. Jetzt ist es Nash. Aber keine Tarmult. Ich glaube, das ist ein Dive-Angle hier für Scarface, oder? Aber 30 Soul. Die ist free jetzt. Ult sind raus. Vertigo kein Ult. Funky that's not the risk it, boys. Let's take the soul. Ah, I think we dive here. Schön. Einfach rein da. Riesigen Rap. Warte mal, Atox ist Toplane ohne TP. Rein! Ja! Scheinbar Knock up! Oh! Nein! Nice. Hier, aber wir können echt enden. No, ist okay. Ganari, Flash, Agnes, die frei. Wir können enden hier. Ja, nein, kann man nicht catchen, oder? Nein, actually nicht. Nein, wir nehmen Soul. Nein. Als ob wir die 2-0 wegklappen. Also ich wusste also, diese Rek'Sai muss gebannt werden, das ist ja so disgusting, ey, jedes Game. Das ist auch so tanky, ey. Der Xin, die Adaption gefällt mir. Er hat uns SK mit überrollt, spielen wir einfach selber. Das ist meiner. Wir machen gerade Nash, ne? Ja, zweimal Nash ist gar nicht mit Kalista, you know? Aber die können den nicht verhindern, oder? Da sind so viele Speere schon drin gleich. Macht einfach 1 gegen 5 so lang. Die können auch zonen für immer. Also die können ja jetzt nie reinlaufen. Jetzt wissen ja, ist schon zu spät. Die Speere sind schon genug, oder? Wir können schon eigentlich die Gruppe von 7k. Actually, sie können. Ja, es ist zu spät. Aber Scarface killt gerade Sansara an der Seite. Der ist gerade einfach in die Mitte. Wait, Flash, Tam Kench engage. Ja, dazu das ist ein guter Fight. Ein schöner Knockup von Lucky. Ja, ist es. Ja. Alter, das ist so over. Was ist das? Die sind verzweifelt. Oh nein. Aber was hat dieser Flash-W von Tamkin? Oh nein, oh nein. Zeig doch nochmal den Bock, kurz, bitte. Geil. Jetzt, Alter, oh 2-0. Nein. Das Game Nummer 2 war auch so clean von uns. Das war echt insane. Das war tatsächlich viel besser. Wow. Also 6, sehr, sehr 0, viele 6. Teams haben die gegen uns gebannt. In der Season. Und dann haben wir sie einmal bekommen und dann war sie nicht so gut und dann haben die Teams aufgehört, sie zu bannen. Let's nice go, Team, 2-0, Flaggen schwenken, sage ich. Let's fucking go, Leute. Richtig GG's in the chat.
Lee ist gebannt. Alter. Wait, aber Rek'Sai ist weg. Wofür? Rek'Sai ist gone. Die haben wieder Blue Side und wieder Ori First Pick, obwohl die gerade nicht funktioniert. Italia, ne? Ja, Orianna. Varus? Ah, Varus. Varus. Varus, ah, ja, genau. Varus, ja. Ah, ist sie, ist sie, ist sie. Okay. Ja. Hey, Plan, muss ich scheiß das doch machen? Darf ich irgendwann aufhören, oder? Ja, aber diesmal haben wir nicht diese brokene Rek'Sai von der Top-Lane. Ist egal. Wir können Kragas hier noch gehen. Der wäre sehr, sehr gut gegen Renekton, glaube ich. Ja, ist true. Mhm. Ist sehr, sehr geil. Oder Kessante wäre bestimmt auch noch eine Option, ja? On. Okay. Na, jetzt haben wir auch nicht das Problem, dass Vi immer alleine reinspringen muss und dann einfach gebürstet wird. Jetzt können die doch einfach Braum nehmen. Jetzt oder haben nicht? Wir nämlich einen First Engager. Ja, aber du kannst Braum nicht blindpicken, weil dann pickst du Range Support und du verlierst Botlane wieder. Ist es so schlimm? Also können ja, die dann einfach sowas wie, also, wie Varus, Renata oder so spielen? Oder bist ja, du oder halt du gehst dann wirklich Janna, Soraka. Weil wir haben jetzt schon mehr als genug Engage. Du kannst legit Full E-Girl gehen. Nein, jetzt rein ins Game. Okay. Talking Sauerstoffzell. Ich dachte gerade kurz, er hätte keine Items gekauft, da kam, weil er ist einfach ganz rechts außen, warum auch immer. Aber es gibt eigentlich nichts zu tun. Es gibt halt einen Slowpush weg, ne? Und oh, bitte, wir bitte, jetzt Obacht. Nicht so bitte, bitte, gesehen, bitte. Glaube, ist, warte, ja, bitte, komm, egal welche Richtung, ist mir scheißegal gerade. Aber es ist Flash, nein! Aber wenn er nicht einfach flasht, ist er doch fein, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wenn der Flash Ghost nach rechts, ich glaube dann. Ja. Tolkien ist ein freier Elf. Ja. Nee, bis zu unserem ersten Kill war ausgemacht. So, und jetzt drückt man den Report-Button als Schlatan auf Botlane, weil er hat extra ineffizient gepasst und ist trotzdem gestorben. Und deswegen machst du das nie. Ja. Oh, Bot ist immer noch frozen. Oh, nein, oh, und er walkt alleine ab. Nein. He dead. Oh, das sind halt genau solche Dinge. Rum? 3 Sekunden warten. Gut. Aber vor allem Bottom wäre wirklich einfach immer weiter eingegriffen. Ja, aber wenn sie gerade immer noch out aus, oder? Aber der wäre es geworden eigentlich, er ist okay. Oh, nice! Ja. Das könnte gut sein, oder? Guter Schaden auf Sansara. Das könnte ein sehr guter Schaden sein. Ja, geiles. Der ist selber actually, der kann Flash. Oh mein Gott, wir haben noch Ult, wir haben noch Ult. Wir haben Ult für Lilip! Faker! Lilip hat noch Flash, aber Schlatan hat noch Flash Q. Und der Arrow? Nein! Klick. Oh mein Gott, ist das hier. Der hat noch beides am Store. Ja, deswegen schon mal. Ja, aber guter Damage. Und wir lösen den Wave State und wir können wieder ran. Das ist huge. Oh, Lucky auch, dass der Play war so nice vor Arcan. Lucky hat das sehr sexy gespielt. Das ist richtig, so wird Ranken spielen. Oh oh. Wait, Scarface kann vielleicht die. Shockwave ist raus. Shockwave ist raus. Lilip kein Reset. Wait, aber. Ist noch machbar. Der ist tot. Ist er tot? Ja. Nice. Oh, wichtig. TP auf Sansara. Kein Flash. Jetzt bam, Junge, auf die Fresse! Nice! Wait, nice, jetzt noch schnell den Dragon gekillt. Okay, Serien-Top-Lane. Ja, naja. On bleibt. Ja. On kann er gedeiht werden? Mike ist hier outscaled. Er wird nicht gedeiht. Nicht one one. Ja, das können wir nicht spielen, oder? Dragon hat teleportiert, wir können es nicht spielen, I think. Ich sonst rein, der TP. Einfach oh, CC. Das Ornhorn, Scarface. Pauf Evil. Oh, die Kill getan! Nice! Shiganari läuft einfach, oder? Das ist doch nicht gut, oder? Ist okay. Wir haben jetzt 2-2 beim Harold verloren. Ist nicht terrible, aber auch nicht great. Wait, Sansara ist tot. Geil! Yeah. Serien ist so illegal. Wir hatten noch kein LEC. Das war so eine geile Ult auch von Scarface, ne? Ja, die Kegelbahn war mega sexy. Ja. Aber auch der Snipe von der Varus-Ult da durch auf Lilip, um ihn sofort zu One-Shot, war auch insane. Auch sehr stark, ja. Was macht Lilip da? Hä? Was ist einfach alle und das Spiel einfach geil? Wasserflash von Serien. Alter! Oh, der Hook! Das war doch illegal. Nice! Ja, Lilip ist tilted. Die sind durch. Das ist Shiggy. Der Daumen. Er hat den Daumen bekommen. Top, er hat das Game betreten. Hallo, Renekton. Es gibt in jedem Team einen Spieler, der tilted ist. Nein. Junge, Lucky ist ein Macher. Ja. Aber Serien ist tot, oder? Beide sitzen einfach ihre Lücken. Funky ist der Backler drin. Oh, shit. Funky hat Flash und drei. Raus. Kein Damage, null Damage, raus. Lass ihn los. Scheiße. Ja, wir brauchen jetzt langsam mal Power Spike Richtung Liandris oder. Nee, warte, baut sich überall einen Fokus aus der Maske? Nee. Nee, der geht wieder Liandris. Okay. Finde ich eigentlich nicht so geil, dieses Game, glaube ich. Oh. Das ist auch nicht geil. Flash? Oh, das ist nicht gut. Mir das gefällt. Nicht geil für ihn! Ist halt echt wirklich Bounty? Shiganari. Oh. Liandris ist ausbaubar, okay. Wir können Tanks. Oh, wir haben keinen Ranken da. Sehr deep, sehr deep, aber der ist gut, oder? Nee, das ist viel zu deep, oder? Ja, ist schon sehr deep. Ist das nicht gut? Oh nein. Ach, Geist. Farmen ist so. Ich verstehe gar nicht, warum wir das forcen. Wir müssen ja gar nicht. Farmen ist so free. Der hat keinen Flash, okay. Dö. EOE Flash. Hat gemisst. Ja, ist nicht gut. Stöhner Varus, Schocker.
Er wird kein Damage draufkommen. Er ist nicht gut. Ist gut. Shutdown 1. Sehr gut, ja. QE hat kein Flash. Ist gut. Es ist insane. Oh, schöner Flash. Schöner Flash. Aber er stirbt trotzdem, oder? Nee. Ja. Da müssen wir wirklich aufpassen, Ori zu fokussen. Jetzt Don ist fertig, dürfen wir niemals weiter holen. Oh, Shutdown. RTA. Wie sollen wir das fighten? Das ist sehr bad. Wir können niemals rein. Wait, what? Er lebt. Oh, er lebt. Ja, ist auf dem Dead. Lass ihn los. Safe. Wir müssen Dash geben. Ja, sieht schon auch noch scary 20. aus, nicht ehrlich. 20 Sekunden. I mean, maybe tryen sie zu enden und failen. Das ist fucking free, no? Ja, wir haben zwei Chapels schon weniger, also es ist. Das ist fucking free. Ja, ist nicht schwer zu enden, I think. Scheiße! Es war ein bisschen. Dö. Ah, nicht mal getroffen. Ich kann Direct never Nirin ist ab in einer, aber. Oh? Nee, das reicht nicht. Ah, das haben wir gut weggeworfen, leider. Also das, wir haben es verloren, dann hatten wir es wieder und dann haben wir es nochmal weggeworfen. Also, ich muss sagen, unsere Botlane muss unbedingt aufpassen, nicht an fucking Jungler zu sterben, das kann nicht sein. Ja. Nicht so free. Das darf nicht so free sein. Aber Blitzkrieg mit Smolder klingt komplett troll, oder nicht? Ja, oh, Pike natürlich. Ja, that makes sense. Aber Pike mit Smolder? Kannst du die, also Kill Pressure? Die Lane ist schon sehr cursed. Also, ich glaube, eins lacht gerade. Also, unser Draft ist so viel besser, no? Unser Draft ist cursed. Nein. Was? Ich finde die Kate. Unser Draft ist auch nicht cursed. Wir haben Hardwinning Bot, wir haben Hardwinning Jungle Early. Also klar, Maokai Flash und so. Aber wir haben Hardwinning Bot so und ja, Eve Mitte, oder nicht? Ich sag's es auch, ich finde auch, dass wir nicht outscaled werden. Also, und wir gehen wieder Level 1. Oh mein Gott, wie viele Stacks kriegt der von sowas? 2. Alter, das ist doch terrible. Ja, jetzt ist Game zu Ende. Können wir bitte Game 5 anspielen? Nochmal. Da war, ich hab's 100% gesehen. War der Brücke. Oh, okay, wir brauchen Impeachment aus der NNOGBH. Dive Bot. Ja, das ist richtig geiler Play. Diving, die müssen eigentlich nicht gehen, ja. Stack das. Oh, das okay. Wie, erst fast Platz. Ah, er hat kein Aggro. TP wurde gecancelt. TP interrupted. Oh, Big. Oh, die Lips auch tot. Neuer TP. TP, die Trollen. Ah, ne, der Sieg kann uns nicht gut. Das ist Smolders. Obacht, Saren. Weil Garrix hat einfach so sein Age-Bar angepasst an den Wald, nicht an Top-Lane oder Mid-Lane. Oh, ja, das ist nicht so geil. Scary? Ja, Ragnus Level 6 ist sehr scary. Wait, das ist aber viel zu scary. Er ist einfach tot, oder nicht? Also, es ist, wenn Ragnus ultet hier, yep, also dead. Das war nicht der Weg, das war gar nicht der Weg. Scheiße. Das ist halt erst seit Season 12 so, dass du auf der Wave schon Level 6 bist, aber das hat es gar nicht in 2 Jahren verbissen, also das ist ein böser Fehler. Unangenehm. Aber wir haben auch noch Flash, wir sind doch am Chillen. Wir gewinnen doch alles. Lol. Voll easy. Du fährst jetzt Pit rein. Sansara, was machst du da? Good job, Chigi. Oh, ich hab da rein. Oh, Serin kommt. Hallo. Kill. Er hat Kubi, ist easy. Free Snipe. Oh! Oh mein, er ist so gut! Er ist so gut. Er hat keine Boots, das ist Free Snipe. Er ist der nächste Faker. Es ist wirklich. Schlafen ist, glaube ich, ein bisschen dumm da. Er ist tot. Oh, die Varus-Ult. Aber nice, wir kriegen zumindest den Return. Serie? Jetzt ist Kate tot. Lilith ist reingeflasht. Das ist echt voll das Desaster. Ja. Ich bin ja auch doch gezwungen zu. Ja, ist eigentlich auch noch dead. Oh, Vivi kann auch noch Flash kommen und. 40. Er hat die Ult, hat er noch QW im Tank. Serien ist auch tot. Oh. Ja, der ist tot. Alter, das ist ein absolutes Desaster. Ich finde das halt ziemlich schlimm, dass wir Botlane jetzt nicht gesnowelt haben. Nicht mehr haben wir komplett weggeworfen, ja. Also nicht durchgesnowballt haben, ja, bis zum Ende. Ich glaube, das ist fein, ja. Das ist richtig gut für uns, ne? Boah, Kiva Spike ist nicht gut. Also wenn beide so Ultis traden und Renekton keine Ulti, ist nicht gut. Nee, ist bad für uns. Normalerweise kriegt Renekton dann Push und Rage und halt sich hoch, also ist nicht gut eigentlich. Insane, was ist das für eine Varus-Ult schon wieder? Renekton TP. Es ist sehr schlimm, Cut losses. Actually, Renekton hat keinen Ult, ne? Cut losses. Renekton hat keinen Ult, ich glaube, wir gewinnen legit. Oh, die Cut losses. Nimm doch deine Platte. Aber es ist fein. Look top. 1-1. Das ist noch ein bisschen sassy. Hat kein T. Chigi move. Wir haben keine Ulti. Oh, er hat Smite! Er hat den Smite. Aber oh, hier kommt Vertigo. Hier kommt Vertigo. Schlatan ist tot. Er hat 8 Sekunden Ult. Schlatan Lilip kill Lilip. Varus ist tot. Das ist beide schlecht. Ja, ist immer richtig bad für uns. Richtig bad. Oh mein Gott, nein. Boah, das ist so lästig, so ein Pike im Nacken zu haben. Ja. Wie so ein Bart, bloß in. Ja, oh, er wird nur gechunkt.
Ja, 130, 106, ne? Noch ein Stack bis Execute auf der Ult. Renekton ist ein Base, der lookt für Flank TP. Jetzt geht's los. Oh, der Ward ist so gefährlich. Oh, das Play überfällt von Spannung. Oh, der Lip ist tot. Huge Sun von Pike. Lip ist tot, der Lip ist tot. Der Lip ist einfach tot, der hat einfach nur geinnt. Aber Scarf ist auch tot. Es war actually, das war nicht gut. Flash Engage auf Slater. Was ist denn das? Gut even. Dragon. Wir können hier vielleicht Drake nehmen und mit Serien einfach zone. Einfach zone mit Serien. Oh mein Gott. Rein, das ist aber sehr Alpha von Slater. Das sollte er nicht machen. Nicht riskieren. Oh, unten wird schon gefightet. Dominus ist gepostet. Genari. Was ist Genari Alpha? Fuck. Er fährt aber nach vorne. Und wir haben vielleicht jetzt Mutter. Das ist so wichtig, by the way, gerade. Flash, Flash, Flash. Genari ist wieder low. Die sind alle low. Funky hat TP, ne? Scheiße, er TP. Da ist er TP. Flip it. Da niemand. Ist wieder Flip. Oh, der Damage. Ja, es war schon tot. Schlaser ist schon tot. Ja, der ist dead. Das wird kein Flip geben hier. 5k. Ja. Lilith, oh, Lilith, was ist das? Oh, Schlatan, warte, der Wand, hat er nochmal einen Engel hier? Nee, oh, Schlatan, Schlatan, Schlatan! Oh, Schlatan, warte. Es kann die Range auch zu kurz in Range. Ja. Hat nicht geklappt, aber es ist der einzige Weg, das Game zu gewinnen. Bin ich Fan von, was wir versucht haben. Hat nicht geklappt, war scheiße, aber wow, GG. Oh, Mann. Kannst du den Rettiki? Die canceln den Teleport von dem Rest. Teleport nee, aber Serien ist durchgekommen, kann vielleicht clearen. Wird komplett gewonnen gleich. POE hat noch Ulti. Ist auch Flash Ult Engel, oder nicht? Ein Elder Drake, er sollte safe den Fight nehmen, oder? Ja. Lol. Ja, Flash Ult. Oh, wait, er lebt? Oh, okay. Ja, also, ja, nee, das ist Oh, es ist wie? Mann, oh, ich bin hier so traurig. Schon wieder. Zu Hause mit alle Finger kreuzen, Arschbacken zusammenkneifen, oh Gamefight. Es wird ein Banger, wir müssen jetzt belieben, wenn nicht jetzt, wann dann? Warte das ist Rumble, das Rumble Top, nicht. Ja. Vertigo, der wurde, wir haben den davor immer gebannt wegen Vertigo. Ist das so? Da ist nur noch Rumble Support in Korea, China. Okay, also wenn es Rumble Top ist, ist Gargas Feiner gehen, dann dreht den Rumble um mit seiner Q. Ziemlich nice. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Rumble. Vielleicht kochen die auch was anderes, aber schau mir Ben weiter Supports. Also. Ja, sie haben den gleichen Read wie du. Hoffentlich haben sie recht. Ja, Vertigo hat ihn halt gespielt und war sehr erfolgreich. Deswegen haben wir ihn gebannt davor, ja. Malignant's Karma kann carryen. Die macht doch sehr viel. Es ist eine Adaption. Es ist immer eine Adaption. Aber auch terrible gegen Jarvan, ne? Ja, ich bin kein Fan Margul. Ich stimme dir zu. Ja, ich finde 1 Comp sehr geil zu spielen, bin ich ehrlich, also als objektive Analyse quasi. Und ja. Ich glaube, wir müssen wirklich Outplays finden im Early Game, um das Game zu gewinnen. No joke. Agreed. Ah, wo setzt ihr die denn ein? Lane. Wenn der ist einfach tot. Aber rasch nicht. Er ist einfach tot, ja. Dass wir Jinx Flash kriegen, ist legit gut. No? Also ich glaube nicht, dass Jinx hier flashen muss. Ja, I mean, das ist nicht gut. Oh, Vorsicht. War das on the way? Oh, wer ist bekommen? Das ist nicht gut. Level 6 Jarvan. Ist es gut? Ist es gut? Nee, natürlich ist es gut. Darren move. Ja, geil, nice. Mehr. Wir flashen rein. Wir kennen nicht ganz den Dredge-Line. Keine Flash, Jinx! Get! Oh, ja, Jinx, Junge! Jinx. Die ist tot, ne? Jinx, ja, bitte. Oh. Ja, geil! Jetzt noch. Oh mein Gott, wir haben das, das ist easy kill. Wardbreaker in die richtige Richtung, nice das Ding. Nice, boys! Get gut. Oh, richtig, Mann. Oh, so huge. Oh, das ist so wichtig, ja. Und wir kriegen Platten, actually. Oh, das könnte kein Jinx sein, oder? Wir haben Mitte. Jinx. Beide. Auf und getankt von jemandem. Oh, Jinx. Okay. Jinx ist actually toast, oder? Jinx! Die ist tot, ja, die ist tot. Ja, du! Nice. Stark! Nice. Ja! Hilfe, Chigi, Mitte Turret ist so geil. Mitte Turret. Oh, das ist auch so stark. Oh, ja. Plus 1 Lambo in den Chat. 1,6k Gold im Force. Was ist das überhaupt? Der Giants World? Keine Ahnung, Varmax? Anathema? Oh, Mitte. Er hat keinen Fisch. Das ist so bad. Lass sie doch machen! Oh, der kennt sie doch, aber wir haben kein Damage gerade. Warum? Sie hat Damage. Sandra ist tot. Es ist ein Noob-Jump. Können wir Nash? Oh mein Gott, ja, mehr. Die ging daneben. Raus. Fuck. Oh nein. Oh, der wenn die Ult trifft, ist alles GG. Ich würde es nicht anfangen. Okay, Lucky. Wir haben noch Jarvan. Wir müssen turnen. Wir haben Flashes. Es ist okay. Ja, aber gerade das ist der NNO-Nash.
Okay, lucky all you. Schau dich den Poke an. Oh mein Gott. Oh mein. Die Ult ist gut zum Sauen. Ja, finish. Ist fein. Jetzt schauen wir eine Reichweite beinahe. Oh, ist nicht fein. Nein. Ist alles anders fein. Der Blip ist fast tot. Aber der sie sterben, sie sterben. Wir sterben. Das ist die Bombo-Kombo. Ist Nash auch noch gesteelt. Fick doch die Waldfee, Mann. 3 HP. Och, ficken. Sorry. Nein. Es ist open. Wir haben auch die Heilige. Es ist open. Ja, also jetzt wird's wirklich tough. Jetzt wird's wirklich tough. Reverse. Ich weiß gar nicht, was du in so einer Situation, weil wir werden ja auch, also schon outs gewinnen. Wir müssen Catches halt finden, ne? Anders geht's nicht. Irgendwie, aber die werden Scarface hier kriegen. Ja, Flash. Ja, Flash, aber ist das genug, wenn Redstone noch ready ist? Wo ist denn die Q? Wait, der Tower steht noch. Die sind sehr deep. Einfach raus, Jungs. Nicht noch mehr fighten. Einfach, oh, nein. Oh, ist so gut. Actually, can't end. Die haben Jinx Passive. Yeah, die ja, das Game. GG. GG. Stark von Eintracht. Wow. Ja, da zurückzukommen ist wirklich krass. Das ist wirklich stark, dass sie da noch was zurückkommen. Tolle Leistung auch von unserem Team. War ein toller Split. Das tut es aber auch schon. Mein Gott, das tut so weh. Wow. Wow. Also, ich muss sagen, vom 10. Platz aufwärts zu kommen, war auch mal klatschen für Eintracht, ja. Leute. Auch mal klatschen für Eintracht. Reverse Sweep war crazy, dass sie das geschafft haben. Sehr, sehr verdient heute. Waren das bessere Team. Die Season war ein totaler Erfolg, von 10. auf den 1., aber Reverse Sweep zu werden, ist echt das erste Mal in meiner Karriere, dass ich Reverse Sweep wurde. So weh, ja, es war nur lieber an euch, ne? Also es war unsere beste Season jemals mit LNO, absolut insane, als wir Erster geworden sind, von Back-to-Back 10. Was ein Run, zweimal G5 zu verlieren, das kann für niemand mehr sacken als für euch. Wie ist die Stimmung, wenn ich einfach mal so blöd reinfragen kann? Das erste Gedanke. Ist auf jeden Fall mega der Tilter, weil eigentlich hätten wir letztes Game gewinnen sollen. Also ich glaube, die Karma, die hat viel Kritik bekommen, aber wenn wir einfach First Target One-Shotten, besonders wenn Varus mit Utility Build bis 2 Items stärker sein sollte als Jinx, dann haben wir auf jeden Fall auch Win Conditions, aber wir haben halt einfach Fight zu Bad gespielt und im Endeffekt haben wir einfach Nash dumm geflippt. Die Hälfte hat geschrien, wir sollen finishen. Die andere Hälfte hat geschrien, wir sollen turn, und wenn du 2 Sachen auf einmal machst, dann kann es halt nur bad werden. Und im Endeffekt haben wir Nash gegeben, plus Teamfight verloren. Und dann haben die uns einfach überrannt, weil Jinx dann for free auf 3 bis 4 Items scalen konnte. Wir haben uns im letzten Game dazu entschieden, Full Skirmish Botside Draft zu gehen, weil wir sehr confident waren, die Gegner zu out-skirmischen, weil wir denken, dass die Gegner bad gespielt haben. Außer in den Games, wo sie Pyke hatten. Da haben die actually gut gespielt, Pyke Maokai. Aber wir haben dann doch nicht so executed, beziehungsweise doch nicht so geclosed, wie wir konnten, nach Minute 20. Wir haben einfach Nash geburgerflippt und deswegen haben wir verloren. Deswegen fühlt sich auf jeden Fall nicht so gut an. Aber es war, ja, es war trotzdem eine sehr, sehr gute Series. Ne? Also wenn man jetzt auf unseren Track-Record bis jetzt schaut. Das ja, jetzt sind's, wir sind jetzt Dritter von Deutschland. Ne? Das ist auch nicht verkehrt. So. Es tut natürlich weh, dass nur... Gibt es nur 2 Plätze für Eumasters? Ja, ne? Mhm. Ja, leider. Ach, Jungs. Boah, ist so tough, ne? Das 2 ist so knappe Series. Ihr habt so gut gespielt. 2 Mal. Selbst in Korea könnte ich jetzt wieder...